Sie hat Theresienstadt und Auschwitz überlebt. Als Zeitzeugin hat sie vor Schülern immer wieder über ihr Schicksal berichtet. Heute, am Holocaust-Gedenktag, war Trude Simonsson in Frankfurt zu Gast und hat Studenten der Goethe-Uni ihre Geschichte erzählt. Und die Geschichte der Kinder im KZ Theresienstadt. Joanna Castillo über eine bewegende Vorlesung. Ich erinnere meine Nummer bis heute. Meine Transportnummer ist CC9. Und im Prinzip war ich also nicht mehr Trude Gutmann, sondern ich war CC9. So ist das, wenn man den Menschen auch den Namen noch wegnimmt. Wenn Trude Simonsson erzählt, könnte man im großen Hörsaal der Uni eine Stecknadel fallen hören. Über 300 Studenten der Pädagogik sind gekommen. Doch bis auf die Stimme der 88-Jährigen ist nichts zu hören. Und Trude Simonsson erzählt von ihrer Deportation nach Theresienstadt, wo die damals 21-Jährige heimlich Schulunterricht für Kinder organisierte, von den Nazis streng verboten. Unten hat ein Kind Wache gestanden, ob ein SS-Mann vorbeikommt. Und hat ein Signal gegeben und dann wurde alles weggeräumt. Nur was nach Basteln oder Singen aussah, das ist geblieben. Und man ist nie drauf gekommen, dass da unterrichtet wurde. Und für die Kinder, das werden sie verstehen wahrscheinlich, war das wie ein Abenteuer. Der Schulunterricht lenkte ab vom Hunger im Lager. Man ist doch als Kind gewöhnt, dass einen Eltern beschützen. Und jetzt waren sie genauso hilflos wie die Kinder. Die Erzählungen der Zeitzeugin hinterlassen bei den Frankfurter Studenten einen nachhaltigen Eindruck. Mich hat eigentlich am meisten beeindruckt, so die Intensität, die einfach da so rüberkam. Und hat mich einfach sehr berührt. So. Ich bin eigentlich auch nicht in dem Seminar und ich habe die Chance wahrgenommen, trotzdem herzukommen. Und ich finde, es ist immer eine gute Erfahrung, noch was von Zeitzeugen zu hören. Ihre gesamte Familie haben die Nazis ausgelöscht. Doch Trude Simonsson will erinnern. Nur wenn es um ihre Zeit im Vernichtungslager Auschwitz geht, lässt sie ihr Gedächtnis im Stich. In Auschwitz habe ich einen Blackout. Ich erinnere nur an das Ankommen und an das stundenlange Appellstehen. Und dann habe ich einen Blackout und habe gesagt, wie ich mir das erkläre, dass wenn ein Mensch ganz fürchterliche körperliche Schmerzen hat, hat er ein Glück, wenn man ohnmächtig wird. Und ich glaube, dass auch eine Seele ohnmächtig werden kann. Das zu vermitteln ist ihr gerade heute, 65 Jahre nach Kriegsende, umso wichtiger.